Dieser Reißverschluss ist 30 cm lang. Wir werden ihn in einen Kissenbezug einnähen. Hierzu haben wir den Stoff bereits versäubert. Schaue dir unser Video über das Versäubern an, dort findest du mehr Informationen zum Thema. Markiere an beiden Kanten eine 4,5 cm breite Nahtzugabe. Und halte den Bereich zwischen der Markierung und der Kante an beiden Enden mit Stecknadeln zusammen. Nun nähe zwischen diesen beiden Punkten. Indem du langsam und sorgfältig entlang der Markierung nähst. Nähe einige Stiche rückwärts, um die Naht zu verriegeln. Stecke den offenen Bereich mit Nadeln zusammen. Stelle an der Nähmaschine einen langen Heftstich ein, denn dies wird nur eine vorübergehende Naht. Behalte den gleichen Abstand bei, senke die Nadel ab und nähe nicht rückwärts, um die Fäden später leicht wieder herausziehen zu können. Du siehst, dass es längere Stiche sind. Schneide sie alle paar Zentimeter durch, dann kannst du sie später einfacher entfernen. Bügle die Naht auf, indem du sie zuerst mit dem Daumen aufstreichst. Hebe den Stoff an, um die Markierung zu finden und verwende Stecknadeln, damit du die Position von der rechten Seite her findest. Lege den Reißverschluss flach auf die Naht und beginne am Stopppunkt mit dem Fixieren, wobei du durch alle Lagen stichst. Richte den Stoff aus und stecke alles im Abstand von 1,5 cm von der Mittellinie mit Stecknadeln zusammen. Fixiere beide Seiten auf der gesamten Länge, um den Reißverschluss an seinem Platz zu halten und hefte den Reißverschluss an seine endgültige Position. Entferne den Standardnähfuß und ersetze ihn durch einen Reißverschlussfuß. Wir gehen es von der linken Seite an. Überprüfe die Position des Fußes und der Nadel. Verwende das Handrad, um die ersten Stiche zu setzen. Nähe jetzt sorgfältig bis zum Ende des Reißverschlusses.
genau bis zur Ecke. Hebe den Fuß an und drehe den Stoff um. Dann nähe entlang der markierten Linie. Stelle sicher, dass diese Kante auf der gesamten Länge den gleichen Abstand zur Mittellinie hat. Wenn du mit einer auffälligen Farbe heftest, kannst du diese Heftfäden später leicht entfernen.